So. Was nochmal? So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Ne? Wir stehen nämlich hier vorm Geöffnet-Laden. Kennt ihr den? Ich verstehe es immer noch nicht. Wenn ich hier durchgucke, flackert das die ganze Zeit und blinkt. Und wenn ihr normal da hinguckt, ohne durch die Kamera, dann ist das durchgängig, ja? Was soll uns das sagen? Das heißt, eigentlich flackert das, wir sehen es nicht mit dem Auge. Und das manipuliert uns. Das sagt uns, kauf mich, kauf mich, kauf mich. Und dann läuft ihr hier hin, lauft und kauft einfach. Ihr seht, ich habe nicht die Sap-Jacke an. Das heißt, heute ganz besonders, wir essen mal was anderes als ein Sap. Obwohl, wir haben ja eigentlich schon Döner auch hier probiert. Eigentlich steht der Backfisch-Sap noch aus, aber die Folge drehe ich so, dass das dann nach dem Backfisch kommt. Wir sind nämlich wieder beim Restaurant Hibu House. Und heute ist Donnerstag und da ist heute Burger-Tag. Der ist noch nicht durchgestrichen, das müssen sie noch nachholen. Alle Burger inklusive Pommes und Getränk 6,50. Hier habt ihr verschiedene Burger. Das lohnt sich ja jetzt eigentlich richtig, wenn ihr den teuersten nehmt. Beziehungsweise ist der teuerste meiner Meinung nach auch der größte und fetteste. Und ich will sowieso den fettesten, brutalsten probieren. Und das ist hier laut Karte der Double Mafia Burger für 7 Euro mit Doppelfleisch, Salat, Tomaten, Gurken, Zwiebeln, Gewürz, Gurken und Käse. Mir erschließt sich jetzt nicht, was das mit Mafia zu tun hat, außer die Zwiebeln. Aber da hätte doch noch richtig fett Carolina Reaper drauf gemusst und Jalapenos irgendwas. Gucken wir uns mal an, wenn der fertig ist. Auf jeden Fall 7 Euro plus Pommes. Pommes kosten eigentlich 3 Euro, seid ihr schon bei 10. Plus Getränk, sagen wir mal 1,50, seid ihr vielleicht bei 11,50 Euro. Jetzt kriegt ihr aber für 6,50 einen Burger mit Pommes und Getränk. Ihr spart also 5 Euro. Ist ein gutes Angebot. Guckt euch mal den an, der da steht. Das ist nämlich der Manns. Der Manns Haulwurf. Willst du mal Hallo sagen, wenn du schon hier stehst? Moin. Alter, wie nah kommst denn du? Hallo, bin der Manns. Ja, das ist Weitwinkel. Im Endeffekt stehe ich noch da hinten. Das siehst du nur gar nicht. Wir haben jetzt auf jeden Fall den Double Mafia Burger bestellt. Guck mal, wenn er fertig ist, wie der aussieht, wie der schmeckt, was da drauf ist, ob der scharf ist vor allem. So, bin jetzt zu Hause angekommen. Normalerweise hätte ich unterwegs gegessen, hätte ich draußen gegessen, wie ich das bei den Sub-Videos, bei den Sub-Tests immer mache. Aber jetzt hat es auch noch angefangen zu regnen, es sieht eh nicht so gut aus, hin und her. Dann ist heute auch noch Markt, alle Tische, Bänke sind voll, alles voll gekotzt. Ne? Deswegen sind wir jetzt zu Hause. Adi ist auch da, dem habe ich gerade was zu essen gegeben. Schon wieder leer, eigentlich war es nur ein Snack. Und hier ist die Tüte der Versuchung und das finde ich jetzt richtig genial. Denn wie gesagt, ihr kriegt ja einen Burger. Das müsste der hier sein. Ihr kriegt eine Portion Pommes. Das müssten die hier sein. Und ihr kriegt ein Getränk, womit ich jetzt gar nicht gerechnet hätte. Und das ist die hier. Plus gratis Servietten, ja, die kannst du für alles Mögliche benutzen, egal ob als Küchenrolle, Taschentücher, Klopapier, die legen wir mal darüber. Und sogar noch ein Beutel, den kannst du auch für alles Mögliche nutzen. Komm her, du Sau! Nein, das nicht nachmachen zu Hause. Da könnt ihr auf Reisen eure Sachen reintun, wie auch immer. Jetzt stelle ich euch wieder hierher. Normalerweise kostet der Burger also 7 Euro. Jetzt haben wir den für 6,50 bekommen, diesen Burger plus Pommes. Jetzt habe ich ein bisschen gefeilscht, gehandelt, habe gesagt, statt den normalen Pommes für 3 Euro, ob sie mir vielleicht auch diese Cheese-Pommes, also diese Käse-Pommes machen könnten. Die kosten eigentlich 4,50 und dafür das Getränk weglassen, dass sich das ungefähr so ausgleicht. Dafür, dass die 1,50 mehr kosten als die anderen, lieber für 1,50 so ein Getränk weglassen und dafür Käse-Pommes mitnehmen. Aber es hieß, ach komm, ich mach dir die einfach dazu, du bist eh Stammkunde und so. Finde ich auf jeden Fall cool. Dankeschön. Ist auch nicht selbstverständlich. Ich habe dann gar nichts gesagt wegen dem Getränk, gedacht, das wird wirklich ausgetauscht, aber es gab sogar trotzdem das Getränk noch dazu, gratis. Sogar mit Pfand. Jetzt kann ich die abgeben und für 25 Cent wieder ein Semmel holen, das ist richtig genial. Hier habt ihr jetzt also die Käsepommes, wenn wir die aufmachen, können wir die zeigen. Der Adi guckt auch schon, will wahrscheinlich eine testen, traut sich nicht. Finde ich auf jeden Fall nett. Da ist immer so Käsesoße drüber. Ja, die sind schön würzig. Sind aber jetzt noch richtig warm. Sehr schmierig und käsig. Die gibt es zu dem Burger dazu. Und das hier müsste dann der Burger sein. Jetzt bin ich mal gespannt.
wenn wir den aufmachen, einen Double Mafia Burger. Ich weiß immer noch nicht, warum Mafia, was Mafia da in dem Sinne bedeutet. Vielleicht weil Mafia, die kommen immer zu zweit, einer hält dich fest, der andere macht dir Betonfüße oder so. Das ein Double Mafia Burger, was ich jetzt schon sehe, was gar nicht dabei stand, aber da sind Jalapenos drauf. Wir werden den jetzt mal hier öffnen. Da habt ihr also das Burgerbrötchen, also den Bun. Ihr habt Gewürzgurken, ihr habt Tomaten, ihr habt da so Käse und Soße. Ihr habt so Fleisch. Unter dem Fleisch Salat und Jalapenos, einen ganzen Sack voll. Die schiebe ich aber wieder ein Stück hier rein, dass die nicht verloren gehen. Unter dem habt ihr dann nochmal hier Zwiebeln und Salat und nochmal so Burgerbrot. Sieht auf jeden Fall alles saftig aus. Durch die Jalapenos dürfte jetzt doch auch ein bisschen eine würzige Komponente dabei sein, etwas Scharfes. Ich weiß nicht, ob die jetzt extra die Jalapenos drauf gemacht haben, weil ich da war und Bino auch sonst immer sagt, willst du Jalapenos drauf? Egal welches Sub ich genommen habe, er hat immer Jalapenos drauf gemacht, weil standen nicht dabei bei der Beschreibung von dem Burger, sind jetzt aber drauf. Und dann, keine Ahnung, wollte ich hier eigentlich mal reinbeißen. Vielleicht hätte ich mir das irgendwo auf dem Teller machen sollen. Ich versuche jetzt hier diese Packung ein bisschen auseinanderzulegen, was auch ziemlich dumm ist. So. Jetzt habe ich mir hier ganz provisorisch einen Teller gebastelt mit Burger drauf, den ich jetzt gleich essen kann. So eine Schweinerei. Och, Adi reißt schon wieder alles mit sich. Ist der denn verrückt? Wir nehmen den mal hoch, beißen mal rein und gucken mal die Qualität vom Fleisch. Ist der zu trocken? Ist der würzig? Ist der scharf? Wie schmeckt die Soße? Sieht auf jeden Fall gut aus. Jetzt haben wir den wieder falsch rum, egal. Das ist der Double Mafia Burger. Hat irgendwie was von einem Big Mac. Also die Soße so ähnlich. Der Geschmack so ähnlich. Auch zwei Scheiben Fleisch, wie beim Big Mac natürlich drauf. Aber im Gegensatz zum Big Mac hast du ja richtig Schärfe mit dabei. Ich weiß nicht, ob jetzt wirklich rein von den Jalapenos kommt. Oder ob da noch was anderes dabei ist. Käsepommes dazu. Ist auf jeden Fall genial. Ist das, was ich mir schon immer gewünscht habe, dass es hier in der Umgebung irgendwo so einen richtigen Burgerladen gibt oder ein Burger-Restaurant. Weil da gibt es das nicht wirklich. Du hast die einzelnen Dönerläden, die bieten alle halt Hamburger, Cheeseburger, einfach so ganz stinknormal, aber wie immer erlebst du das. Pupsi vorhin auch, weil noch zu war, hat sie sich zwischendurch vom Abo fix einen Cheeseburger geholt. Und dann hat sie natürlich einen ohne Käse bekommen, also einen normalen Hamburger. Und wenn du schon nicht die große Auswahl hast, du hast nur Ham oder Cheese, nimmst einen Cheese, kriegst trotzdem nur einen Ham und denkst, naja, gut, hätte ich auch darauf verzichten können. Hier wenigstens mal ein Restaurant mit einer Karte, wo es verschiedene Burger zur Auswahl gibt. Neu haben sie jetzt auch Schnitzelburger dabei. Steht noch nicht auf der Karte, steht immer am Schild draußen. Dann gibt es auch diesen Barbecue-Burger. Es gibt Fischburger sogar. Es gibt also verschiedene Burger-Sachen, wo man wirklich, wenn man mal Bock auf einen Burger hat, einfach da hingehen kann. Und diese Käsepommes passen auch richtig genial dazu. Richtig gute Kombination. Muss nicht am Donnerstag sein. Donnerstag, also Burger-Tag. Ihr könnt aber euch jeden Tag einen Burger holen, wie ihr halt Bock habt. Ich habe jetzt auch gehört, dass bald trotzdem die Karte nochmal erneuert wird. Vielleicht andere Angebote reinkommen und vor allem die Öffnungszeiten und alles sich da ein bisschen was ändert. Wird alles noch überarbeitet, ist wie gesagt noch nicht so lange da, ist immer noch ein bisschen alles in der Testphase. Den werde ich mir jetzt schmecken lassen, der passt auf jeden Fall, der ist auch schön groß, der ist fleischig, der ist wuchtig, die Jalapenos passen richtig gut da drauf. Double Mafia Burger mit Cheese Pommes, Daumen hoch werde ich auf jeden Fall öfters essen, das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal, während der Adi hier die ganze Styroporpackung kaputt macht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.